Es ist der 20.01.2012. Wir stehen hier mitten in Neukölln im Kiez am Herfurtplatz vor der Gethsemane-Kirche. Hier möchte jetzt jemand sprechen über das Jobcenter Neukölln. Ja, hallo. Also mein Name ist Daniel. Ich bin von der Initiative Zusammen gegen das Jobcenter Neukölln. Wir beschäftigen uns schon seit einiger Zeit mit dem Jobcenter und mit den Problemen, die die Leute am Jobcenter haben und den Problemen, dass das Jobcenter hier im Kiez verursacht. Wir haben vor ungefähr anderthalb Jahren so ein Projekt angefangen. Wir nennen das Militante Untersuchung. Das heißt, so Mitte 2010 haben wir angefangen, ganz viele Interviews zu führen mit Leuten, die am Jobcenter sind, die da rauskamen und hatten da auch eine ganz gute Resonanz, weil ganz viele, die von diesen Gesprächen mit ihren Sachbearbeitern kommen, sich erstmal Luft machen wollen, auch einen dicken Hals haben und so. Wir haben gefragt, was sind die konkreten Probleme der Leute, aber vor allen Dingen auch, wie gehen sie damit um, was sind ihre Strategien da drin, sich da durchzuwursteln. Also gibt es ganz unterschiedliche. Manche gehen da sehr konfrontativ dran, andere versuchen, sagen so, einen auf Musterschüler zu machen, um möglichst wenig Sanktionen zu kassieren. Wir haben ein paar hundert Interviews geführt mit Leuten und haben die dann auch so ausgewertet und haben, sagen, geguckt, welche Probleme tauchen ganz häufig auf und was sind so die Strategien der Leute da drumherum. Wir haben aber auch mit Sachbearbeitern, die da am Jobcenter Neukölln arbeiten, gesprochen über ihre Arbeit, ihre Arbeitsbedingungen vor allen Dingen, darüber, wie viel Workload sie haben, wie sie sozusagen von oben kontrolliert werden, auch was Sanktionsquoten, die vorgegeben werden, angeht und so. Wir haben mit Leuten von der Gewerkschaft gesprochen und haben eigentlich ganz viel über das Jobcenter rausgefunden eigentlich. Wir haben total lange auch gebraucht, aber wir haben so eine Broschüre gemacht, die ist total dick geworden darüber. Also da steht das alles drin mit den Interviews, aber auch Institutionenanalyse haben wir das dann genannt. Wie funktioniert das Jobcenter eigentlich intern? Und haben dabei irgendwie festgestellt, dass es unglaublich undurchsichtig ist. Und sozusagen, welche Vorgaben es gibt von der Bundesagentur für Arbeit, wie die übersetzt werden auf die konkrete Bezirksebene, was das dann für Vorgaben heißt für die einzelnen Teams. Also die Sachbearbeiter sind so in Teams von 12 bis 20 Personen zusammengefasst, was für Vorgaben die haben und so weiter. Wir haben einiges rausgefunden, aber noch längst nicht alles, aber haben im Prinzip festgestellt, dass es eine unglaublich intransparente Geschichte ist, die Arbeitsabläufe im Jobcenter. Also auch weder für sozusagen die Leute, die da als sogenannte Kundin hinkommen, noch für die Sachbearbeiter selber ist das irgendwie so recht zu durchschauen. Transparenz ist sowieso ein großes Thema, was das Jobcenter angeht. Also sozusagen, wir haben auch mal nachgefragt direkt da bei der Geschäftsführung. Es gibt zum Beispiel keine Aussagen darüber, also keine öffentlichen Zahlen, die irgendwie öffentlich zugänglich werden, was Sanktionsquoten angeht. Also wie viele Leute hier in Neukölln sanktioniert werden, mit wie viel Prozent zum Beispiel. Darüber gibt es keine Auskunft. Es gibt keine Auskunft über den sogenannten Ermittlungsdienst. Das sind so Leute, die dann vom Jobcenter geschickt wurden und dann zu Hause bei den Leuten auftauchen und gucken, ob die nicht doch in einer Bedarfsgemeinschaft wohnen, gucken, ob die überhaupt berechtigt sind oder wenn sie so eine Erstausstattung beantragt haben, gucken, ob sie schon einen Kühlschrank haben oder solche Geschichten. Darüber gibt es keine Auskunft und es gibt vor allen Dingen auch keine Auskunft darüber, welche Beschäftigungsträger es hier im Kiez gibt. Das heißt, welche Institutionen hier 1-Euro-Jobs zum Beispiel anbieten, wie viele es davon überhaupt gibt hier in Neukölln. Also eine ziemlich intransparente Geschichte und sozusagen da wollen wir weiter am Ball bleiben, um da noch mehr Aufklärung zu schaffen und vor allen Dingen auch Transparenz einzufordern vom Jobcenter, von der Geschäftsführung und so weiter, von den Verantwortlichen. Auch von der Bezirkspolitik, also vom Sozialstadtrat und so weiter, der ist da auch ein bisschen in der Pflicht. Wir haben darüber hinaus irgendwie
herausgefunden, das war uns auch am Anfang gar nicht so klar, dass es hier in einem Bezirk mit ungefähr 310.000 Einwohnern 80.000 Leute, fast also so rund 40.000 sogenannte Bedarfsgemeinschaften, was dann 80.000 Leute sind, die sind abhängig vom Jobcenter, direkt oder indirekt. Also eine unglaublich hohe Zahl, mehr als ein Viertel der Leute, die hier wohnen, haben mit dem Jobcenter zu tun, heißt es also als Hartz-IV-Berechtigte, als Aufstocker, als Leute, die in irgendwelchen Schulungssachen, Maßnahmen sind, als einen Eurojobber und so weiter. 80.000 Leute, das ist eine unglaublich hohe Zahl. Das heißt, das Jobcenter ist hier für den Kiez sowas wie VW für Wolfsburg oder Fiat für Turin oder sowas. Also der zentrale Ort. Und gleichzeitig ist uns aufgefallen, dass es eigentlich hier in der Öffentlichkeit, also im Kiez auf der Straße, eigentlich keine Rolle zu spielen scheint, dass das Jobcenter so zentral ist und für die Struktur des Kiezes. Und daraus haben wir so ein bisschen die Quintessenz gezogen, dass wir sozusagen die Probleme, die es am Jobcenter gibt, sozusagen da eine breitere Öffentlichkeit schaffen müssen. Und eine kleine Komponente in diesem Bereich Öffentlichkeit schaffen ist so eine kleine Plakatieraktion, die wir gemacht haben. Also das sind diese Plakate. Wir haben dafür da Sprüche draufgeschrieben, auch in verschiedenen Sprachen, weil sozusagen das Jobcenter Neukölln, die Leute, die da sind, das ist ein unglaublicher multikultureller Haufen einfach. Und haben da so die Sprüche, die wir da sozusagen so Zitate, die wir einfach während dieser Interviews gesammelt haben, haben wir jetzt da drauf gedruckt und versuchen sozusagen in so eine Art Dialog mit dem Kiez zu treten. Also was wir da gehört haben, wieder in den Kiez reinzutragen, unter anderem über diese Plakataktion. Und so versuchen, diese Problematiken, die es da gibt, einfach öffentlich ein bisschen breiter zu treten. So. Was für Problematiken gibt es denn überwiegend? Also was wir ganz häufig gehört haben, ist von Leuten mit migrantischem Hintergrund, dass das Jobcenter, also dass sie sich da diskriminiert fühlen, dass sie diskriminiert werden, dass sie rassistisch behandelt werden. Das drückt sich unter anderem darin aus, dass manche Sachbearbeiter so eine Art Ausländerdeutsch mit den Leuten reden, also ihnen unterstellen, sie könnten irgendwie kein Deutsch und dann so einfach zu denen sprechen wie du füllen hier den Antrag aus oder so, also sowas. Oder auch zum Beispiel, und wenn sich dann, also wir hatten so eine Interviewpartnerin, die sich dann darüber aufgeregt hat, dass sie so nicht behandelt, also dass so mit ihr nicht geredet werden soll, die da hat dann so ein Anti-Gewalt-Training verordnet bekommen als Maßnahme und es ist dann ziemlich eskaliert, so hat sie gesagt, ne? Also dieses Gespräch mit dem Sachbearbeiter. Also dieses rassistisch, das Jobcenter handelt rassistisch, ist ein großes Problem. Ein großes Problem ist halt auch, dass sozusagen die individuellen Berufs- oder Ausbildungswünsche, dass auf die nicht eingegangen wird, sondern es wird halt geguckt, was wird gebraucht oder sowas, ne? Zum Beispiel Alten- oder Krankenpfleger gibt es, glaube ich, gerade eine relativ hohe Nachfrage. Und die Leute, dann wird einfach geguckt, ja, könntest du eine Schulung hier machen und so. Ne? Also es ist unabhängig davon, ob die Leute jetzt eine akademische Laufbahn anstreben oder eher finden, so dass sie handwerklich irgendwas machen müssen. Das spielt also nicht oft eine Rolle sozusagen. Wobei man sagen muss, es hängt auch immer vom Sachbearbeiter ab. Ne? Auch die haben gewissen Ermessensspielraum, aber es gibt halt wie überall in jedem Bereich halt Arschlöcher und halt Leute, die cool sind. Und sozusagen, genau. Das ist noch ein großes Problem. Großes Problem ist auch, dass die Kosten der Unterkunft, also das, was man an Miete bezahlt und so weiter, dass die nicht voll übernommen werden. Es gibt dann einen ewigen Rechtsstreit auch bei vielen Leuten. Also dann werden erstmal Widersprüche eingelegt, dann werden die Widersprüche zurückgewiesen, dann muss man klagen. Das sind dann Prozesse, die ziehen sich über Monate, teilweise auch Jahre. Genau, was ist noch ein Problem gewesen? Wir haben so eine große Liste gemacht.
zum Beispiel, dass das Geld nicht pünktlich überwiesen wird, ist ein großes Problem. Und sozusagen auf die familiäre Situation keine Rücksicht genommen wird. Also großes Problem auch Alleinerziehende, die dann in irgendwelche Maßnahmen gesteckt werden oder so. Das ist halt auch ein großes Problem. Generell kann man sagen, dass es halt viele Probleme gibt, aber manche gehäuft auftreten. Und das sozusagen, also unserer Meinung nach, das wäre so eine These, das Jobcenter ist seit der Einführung von Hartz IV, ist das Jobcenter eine Institution, die eigentlich von Anfang an in der Krise, in der Dauerkrise ist. Das drückt sich unter anderem dadurch aus, dass Sachbearbeiter teilweise bis zu 400 Leute irgendwie betreuen, wobei sie, ich glaube, der festgelegte Schlüssel ist irgendwie so 1 zu 130 oder sowas, aber in der Realität müssen sie viel mehr betreuen. Es gibt eine unglaubliche Klagewelle, die irgendwie konstant hoch ist seit mehreren Jahren. Es gibt, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr genau im Kopf, die stehen in der Broschüre, also ich glaube, im Jobcenter Neukölln sind es, glaube ich, 1100 Einsprüche beziehungsweise auch Klagen dagegen, also beides zusammengenommen, innerhalb von einem Monat kommen die da zusammen. Ne? Und das ist ein unglaublicher Berg, der dann natürlich auch nicht schnell genug abgearbeitet werden kann. Dadurch entstehen halt diese unglaublich langen Zeiträume, die irgendwie solche Widerspruchsbearbeitungen in Anspruch nehmen. So. Haben die Sachbearbeitenden auch gesagt, dass sie selbst Vorgaben haben, wen sie zum Beispiel sanktionieren müssen, dass sie so und so viel sanktionieren müssen, dass sie so und so viel Gelder einsparen müssen, oder haben sie davon nicht gesprochen? Na, die Sachbearbeiter haben sozusagen ein ganz komplexes System des Controllings im Rücken. Ne? Sie haben sozusagen ganz viele verschiedene Vorgaben, die sie einhalten müssen, und sie werden in ihren Teams in Konkurrenz zueinander gesetzt. Das heißt, dass es unseres Wissens und nach den Interviews, die wir geführt haben, keine konkrete Zahl von, also keine konkrete Vorgabe gibt. Ihr müsst 5%, 10% der Leute irgendwie sanktionieren. Aber es gibt halt de facto Sanktionsquoten, die dadurch festgelegt werden, dass ein Team einfach diese Quote dann am Ende des Monats oder wie auch immer hat. Und dazu in Beziehung gesetzt werden die anderen Teams. Das heißt, und je mehr sie sanktionieren, desto mehr Geld sparen sie ja auch ein. Und das ist ja sozusagen ein großes Bedürfnis des Jobcenters, der Bundesagentur für Arbeit, da irgendwie Kohle einzusparen. Und das heißt, sozusagen, dann kommt der Teamleiter an und sagt zu dem Team X, guck mal das Team Y an, die haben eine Sanktionsquote von 7,5% meinetwegen. Also das ist jetzt so fiktiv, ne, die Zahl. Und dann, ja, wir haben hier nur 2, da muss sich was ändern. Also so funktioniert das. Und es gibt unseres Wissens auch sowas wie eine Bundesliga-Tabelle, also wo die ganzen Teams sozusagen aufgelistet sind und wo gesagt wird, das Team X steht jetzt ganz oben, das hat irgendwie die beste Performance geliefert. So, ne? Und dadurch wird natürlich sozusagen, je mehr die Teams nach unten rutschen, wird natürlich auch intern, also die Sachbearbeiter untereinander, die in einem Team zusammengefasst werden, ein Konkurrenzverhältnis zueinander aufgebaut. Ne? Also und sich gegenseitig unter Druck gesetzt. Ne? Du, hier guck mal, ich sanktioniere doch, ne? Sanktionierst du nicht oder wer ist schuld daran? Das kann doch nicht sein, dass wir so weit unten stehen oder so. Also so funktioniert das ungefähr. Den kompletten Durchblick haben wir auch noch nicht, aber wir wollen auf jeden Fall daran auch arbeiten, da mehr Licht ins Dunkel zu bringen. So. Wenn jetzt ein Team sehr gut abschneidet, was heißt hier gut? Also ich finde es eigentlich echt ein Hammer, aber wenn es jetzt zum Beispiel bei 7,5% ist und ein ganz gutes Team ist für das Jobcenter und für den Bund, wird dann dieses Team irgendwie mit einer Provision oder irgendwie sowas bevorzugt? Oder was passiert? Kriegt der einzelne Sachbearbeiter Geld? Irgendwie muss es ja auch einen Anreiz geben, außer dass man Leute sanktioniert. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass alle Sachbearbeiter nur so bösartig sind, um irgendwie wahllos, ich sag mal wahllos, Leute sanktioniert. Da muss ja irgendwie auch ein Anreiz geschaffen werden. Wissen wir nicht.
der Punkt, den wir so ein bisschen wissen oder nachvollziehen können, ist halt, dass sozusagen je höher das Team in dem Ranking steht, desto besser ist auch sozusagen das Soziale untereinander. Also, ne? Also dann wird nicht so viel Druck gegenseitig aufgebaut. Also sozusagen der soziale Zusammenhalt eines Teams steigt tendenziell, ist die These. Ne? Also ist jetzt nicht bewiesenes Faktum oder sowas. Desto besser, also je weiter es oben steht, desto besser ist das soziale Klima innerhalb des Teams. Ne? Also desto weniger wird sich gegenseitig unter Druck gesetzt. Ich glaube, für den Teamleiter ist es halt tatsächlich irgendwie von Vorteil, wenn er ein Team hat, das im oder häufig relativ oben steht, weit oben steht, als wenn es unten steht. Ne? Also sozusagen, es ist ja auch eine streng hierarchische Institution. Und der Erste, der sozusagen den Druck von oben kriegt, weil das Budget auf ist, sind natürlich die Teamleiter. Ne? Und die Teamleiter geben den Druck an das Team weiter und das Team verteilt den Druck dann halt unter sich. So. Werden denn Sachbearbeiter auch rausgeworfen, die nicht sanktionieren oder die zu wenig sanktionieren? Ich glaube nicht, dass es ein Kündigungsgrund ist, aber da kann ich nur spekulieren. Das weiß ich nicht. Also uns ist kein Fall bisher bekannt, wo sozusagen Sachbearbeiter gekündigt wurden, weil sie nicht hart genug sind oder so. Und jetzt hast du ja davon gesprochen, dass ihr so ein Projekt habt. Was wollt ihr wirklich bewirken, wenn ihr mit den Menschen in Kontakt kommt? Also wir haben halt bisher den Ansatz verfolgt und den wollen wir auch weiter verfolgen, dass wir irgendwie erstmal nicht so einfach Themen setzen, das und das muss sich ändern, sondern halt irgendwie mit den Leuten sprechen, was die konkreten Probleme sind und da versuchen, zusammen mit den Leuten irgendwie dran zu arbeiten. Wir haben vor geraumer Zeit halt auch so Versammlungen gegen das Jobcenter Neukölln gemacht. Das hat ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr haben wir regelmäßig Versammlungen gemacht. Das ist dann so ein bisschen eingeschlafen. Die Beteiligung hat so ein bisschen abgenommen und so. Aber es war trotzdem ganz okay, weil es war dann halt so ein, wir haben mitgeholfen, so einen Raum zu schaffen, wo sich die Leute dann direkt austauschen konnten. Ne? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es halt an dem Jobcenter gibt es diese Räume nicht. Die gibt es auch übrigens für die Sachbearbeiter nicht. Das hat ein Sachbearbeiter auch gesagt. Es gibt nicht mal eine Teeküche irgendwie so, ne, wo sich die Sachbearbeiter treffen können und sie miteinander reden können. Und dasselbe geht für die Kundinnen, dass sie stehen in den Schlangen, ne, und auch nicht in einer großen, wie das zum Beispiel am Jobcenter Friedrichshain-Kreuzberg der Fall ist, sondern verteilt auf die ganzen Stockwerke jetzt, also relativ kleine Schlangen. Da wird auch nicht großartig geredet, ne? Da herrscht halt Schweigen, wenn man da durch die Gänge geht, kann man das sehen. Und dieses Schweigen wollten wir halt so ein bisschen, das hat uns nicht gefallen, das wollten wir so ein bisschen aufbrechen. Wir wollen halt mit der Grundlage, die wir jetzt haben, also die Ergebnisse, die Interviews und so weiter, die wir geführt haben, wollen wir eine zweite Befragungsrunde starten und so ein bisschen wegkommen von nur vor dem Jobcenter stehen, so ein bisschen rein in den Kiez und wollen die Leute hier im Kiez eigentlich auch fragen und zu sagen, was halten die vom Jobcenter Neukölln? Haben sie dazu ein Verhältnis? Inwiefern haben sie dazu ein Verhältnis? Müssen sie da selber hin? Haben sie einen Freund oder eine Bekannte, die da hin muss, so empfinden sie das als Problem, auch wenn sie nicht direkt davon betroffen sind und so. Also sozusagen das allgemeine Palaver im Kiez über das Jobcenter so ein bisschen katalysieren, anheizen. Und wir wollen, also das ist sozusagen ein Ziel, das mehr in die Öffentlichkeit, in den Kiez zu tragen. Und das andere Ziel ist, wir wollen tatsächlich mehr darüber rausfinden, was liegt im Kompetenzbereich des Jobcenters, also der Geschäftsführung? Welche Themen sind das ganz genau? Wo haben sie relativ viel Handlungsmacht, Gestaltungsmacht? Und wollen parallel dazu, ne, dieser Problematiken, die gehäuft auftauchen, also sozusagen aus der ersten Befragungsrunde, fragen, wo
wo ist das zentrale Thema oder was finden die Leute am krassesten? Also was ist das heißeste Thema, das krasseste Problem und so? Und dann wollen wir das so ein bisschen abgleichen. Also was liegt in der Kompetenz des Jobcenters? Was ist das beste Thema? Und dann gucken und zu sagen, wo gibt es den Hebel überhaupt auf lokaler Ebene, bei welchem Problem? Und dann wollen wir Druck aufbauen auf die Verantwortlichen. Sagen, also dass da sich konkret hier am Jobcenter was ändert. Das könnte, also bis jetzt können wir nur so ein bisschen spekulieren. Ne? Das könnte zum Beispiel sein, dass eine Antidiskriminierungsstelle da eingerichtet wird, weil sozusagen Diskriminierung oder Rassismus auch ein großes Problem ist. Es könnte sein, dass wir uns dafür einsetzen oder das durchkämpfen wollen, dass Maßnahmen 1-Euro-Jobs nur freiwillig sozusagen ausgeführt werden müssen, angenommen werden müssen. Da gibt es bestimmt noch einen Haufen anderer Möglichkeiten, aber sozusagen, was konkret hier vor Ort ändern und nicht nur sozusagen abstrakt an die Bundesebene appellieren für ein Grundeinkommen zum Beispiel. Das finden wir auch wichtig, aber wir wollen hier konkret auch was verschieben, verändern ein bisschen. Könnte das dann auch bedeuten, dass es zum Beispiel psychische Hilfe gibt für die Betroffenen? Also wenn man irgendeinen rassistischen Spruch mehrere Male hört, kann das ja was mit der Psyche auch machen. Ist das auch angedacht? Also bezogen auf die Psyche weiß ich nicht so ganz genau. Also Rassismuserfahrungen sind sicherlich eine krasse Sache. Das ist die Idee dabei, also die nur ganz grob bisher existiert von der Antidiskriminierungsstelle, dass Leute sozusagen da hingehen können, dann einen Ansprechpartner haben und da dann, keine Ahnung, was auch immer passiert. Ne? Wo das so ein Stück weit aufgefangen wird. Es gibt meines Wissens sowas, also davon abgesehen, sowas wie so einen psychosozialen Betreuungsdienst, das das Jobcenter auch hat, wo halt Leute, von denen irgendwie angenommen wird oder das auch tatsächlich so ist, dass sie sozusagen selber nicht klarkommen, also was auch immer das heißt, also ich stecke da nicht so ganz drin, habe da nicht so den Durchblick, aber es gibt sowas, ne? Inwiefern das sozusagen Anwendung findet oder was da die Kriterien sind, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das so ist, das würde ich bezweifeln, dass die Leute einfach da hinkommen können und sagen können, ich brauche irgendwie Hilfe, sondern das wird natürlich von der Institution festgestellt, dass das so ist, ob die Leute das nun wollen oder nicht und das werden dann auch da irgendwie so reingesteckt. Aber sagen, viel mehr wissen wir halt auch nicht über diese. Also es ist sicherlich auch ein interessantes Feld und interessantes Thema. Gibt es denn in Richtung Behinderung oder Krankheit auch solche Diskriminierungen? Das wollen wir halt auch so ein bisschen rausfinden. Ne? Also das wissen wir noch nicht so ganz genau. Was uns schon aufgefallen ist, ist sozusagen, dass es so eine Diskriminierung entlang von Geschlecht gibt. Also dass sozusagen Frauen auch dann immer sozusagen eher in so typische Frauenberufe reingedrückt, reingezwängt werden. Also so was Pflegearbeit angeht, Kita-Betreuung oder so, also sozusagen typische Frauenberufe. Unabhängig davon, ob die Leute das jetzt konkret wollen oder nicht. Also da gab es schon ein paar Leute, die gesagt haben, sie fühlen sich da irgendwie in so eine Rolle, in so eine Geschlechterrolle gedrängt, auch am Jobcenter, was sie eigentlich nicht wollen und was sie scheiße finden. Aber sozusagen, das wird auch eine Frage sein, mit der wir hier auch demnächst so rumstiefeln, ob die Leute sich da dort vor Ort diskriminiert fühlen und entlang welcher Achse sie das festmachen. Also ne, entlang von Geschlecht, Behinderung, Krankheit, Hautfarbe. So, das wird auf jeden Fall, sagen, wenn man so will, so eine weitere Untersuchungsfrage sein. Also Untersuchung klingt so ein bisschen nach Subjekt-Objekt, also die Forscher und das beforschte Objekt. Aber so soll das gar nicht sein. Es soll, sagen, interaktiv sein.
Man kann ja empirisch auch manchmal besser argumentieren. Also das ist ja nicht verkehrt, erstmal eine wissenschaftliche Studie daraus zu machen, um dann tatsächlich gut argumentieren zu können. Ja, aber genau, wir wollen viel darüber rausfinden, aber wir machen auch wiederum andererseits auch nicht so eine streng wissenschaftliche Studie, ne? Also sozusagen, wir machen keine empirische Sozialforschung, sondern wir haben das Bedürfnis, einfach sowas wie, man könnte sagen, wie eine eingreifende Untersuchung zu machen. Also wir wollen Sachen herausfinden und dann auch dort eingreifen mit den Leuten zusammen, wenn die das wollen, also wenn Missstände auftauchen. Aber sagen, wir haben nicht den Anspruch, jetzt Sozialwissenschaftler zu sein, die eine empirische Sozialforschung machen. Das wollen wir nicht. Geht es denn auch darum, dass hier in Neukölln mehr wieder miteinander gesprochen wird und ein größerer Zusammenhalt dann entsteht? Weil ein Viertel aller Menschen, das ist ja sehr viel, da häufen sich ja die Probleme. Könnte das dann auch so ein Wunsch sein von der ganzen Aktion? Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen, dass darüber gesprochen wird. Wir wollen halt auch sagen, die Orte finden, an denen die Leute zusammenkommen. Ich glaube, so ein bisschen, das bringt mich so ein bisschen zurück auf diesen Versuch, den wir gestartet haben mit der Versammlung. Also wir hatten diesen Raum irgendwie zur Verfügung gestellt in gewisser Weise und die Leute sollten ihn füllen und hatten gedacht, da können sich dann die Leute organisieren und so weiter und dann zusammen irgendwas machen. Ich glaube, so ein Problem dabei war halt, dass wir bis dahin nicht auf dem Schirm hatten, dass die Leute diese Räume schon selber haben, in denen sie sich unterhalten, also sei es die Familie, sei es die Leute treffen sich vorm Späti und trinken Bier und stehen da in der Runde, sei es irgendwelche Kulturvereine, Sportvereine, Frauentreffs oder hier das Mädchentreff da vorne. Es gibt diese Räume und wir haben halt gedacht, wir müssten den Raum erschaffen, wo die Leute hinkommen, um sich zu organisieren. Aber sie organisieren sich in gewisser Weise in ihren Räumen schon, auch wenn sie das jetzt nicht so nennen würden, glaube ich. Und wir wollen jetzt erstmal vermehrt einfach diese Orte aufsuchen und da sozusagen die Leute auch fragen, was haltet ihr vom Jobcenter? Habt ihr dazu eine Beziehung? Sprecht ihr hier in diesem Raum öfter darüber? Wenn ja, über was und so? Also vorausgesetzt, die Leute wollen überhaupt mit uns reden, wenn wir da irgendwo reinplatzen oder sowas. Aber diese Orte gibt es unserer Meinung nach und wir wollen sie halt irgendwie so ein bisschen aufsuchen und die Thematik da reinbringen. Oder gucken, auch einfach abchecken, ob die Thematik da drin behandelt wird. Und es kann durchaus auch sein, also jetzt, das Wetter ist ein bisschen scheiße, aber einfach hier sind total viele Spätis, einfach sich zu den Leuten an einem Späti stellen mit einem Bier und das tun. Hast du denn schon rausgefunden, es ist ja, Neukölln ist ja Multikulti, aber hast du denn auch schon rausgefunden, ob die Deutschen Leute, die im Jobcenter sein müssen, mit migrantischem Hintergrund miteinander schon Beziehungen aufgebaut haben? Oder ist es eigentlich eher die Deutschen, die reden mit den Deutschen und die Migranten mit den Migranten? Ich würde jetzt diese Spaltungslinie eigentlich gar nicht aufmachen. Generell ist es nämlich so, unserer Erfahrung nach, dass sowieso zumindest am Jobcenter, wir standen einfach lange davor, vor dem Ausgang und auch innen drin und haben Leute befragt, dass in dem Jobcenter und drumherum ganz wenig darüber gesprochen wird. Also da spricht auch ein Deutscher mit einem Deutschen nicht oder so, ne? Oder ein Bio-Deutscher. Also da spricht eigentlich niemand mit niemandem. Das ist halt so grundsätzlich das Problem. Und das wäre sozusagen das erste Thema, das angegangen werden müsste. Jetzt habe ich sehr viele Sachen von dir erfahren. Vielleicht hast du irgendein Thema noch, was du unbedingt ganz dringend noch loswerden möchtest. Diesbezüglich, vielleicht magst du jetzt noch irgendwas sagen. Mir lag gerade noch was auf der Zunge, aber jetzt habe ich es, glaube ich, schon wieder vergessen. Also wir bleiben auf jeden Fall am Ball sozusagen und wie gesagt, wir haben diese dicke Broschüre rausgebracht, die kann man über uns
beziehen. Die ist auch umsonst sozusagen, also nicht umsonst, sondern kostenlos. Die ist finanziert und das ist kein Abschlussbericht von irgendwas, sondern so eine Art Zwischenbericht. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und wollen das Ganze irgendwie weiterentwickeln. Habt ihr eine Webseite oder kannst du nochmal den Titel nennen, wie ihr euch nennt, damit man die Broschüre auch findet und euch auch findet? Ja, also die Initiative heißt Zusammen gegen das Jobcenter Neukölln. Wir haben einen Internetblog, zusammendagegen.blogsport.de. Wir sind auch auf Facebook unter Neukölln, ein Stadtteil gegen sein Jobcenter, heißt das, glaube ich. Ja, genau, da kann man das abchecken und die Links zu der Broschüre und zu anderem Material findet man da auf jeden Fall. Okay, vielen herzlichen Dank. Ja, danke. Bis dann. Tschüss. Ciao.